Hallo, ich bin's wieder, euer Bastelröschen. Ja, guck mich nicht so an. Ich war gestern feiern und heute bin ich schon wieder auf dem nächsten Geburtstag. Und ja, der Mensch, der heute Geburtstag hat, der Freund von uns, der ist Elektriker. Und da will ich einfach nur so Geld schenken, sondern schön verpacken, habe ich mir gedacht. Letztes Jahr war es ein Kabelsalat, heute kriegt er einen Wackelkontakt. Und da das ganz schön viel Aufwand ist, aber ich bin ich jetzt schon bestimmt gute 2 Stunden am Basteln. Ich zeige es euch mal, wie weit ich bin. Wartet, muss ich mal rumdrehen. So, also ein großes Blatt, ne? Also kein A4, sondern das eins weiter größer. Weiß ich gar nicht, welche Größe das ist. Ja, und dann habe ich hier 2 Figuren drauf gemacht, weil sie ist nämlich blond. Das ist draufgeklebt, ne, aus Tonpapier habe ich das gemacht. Da gibt es ja sämtliche Sachen, kriegt man auch günstig bei Lidl, Aldi etc. Und ja, die habe ich da draufgeklebt, weil ich es einfach schöner finde. Ihr könnt es natürlich auch zeichnen. Dann habe ich mit einer Rasierklinge mit Ups, da ist die Kamera mit sowas, mit einer Rasierklinge habe ich das dann ausgeschnitten. Das hier, was drunter gelegt natürlich. Die Rasierklinge kriegt man beim Rossmann für diese Küchenschabe, für diese Herdplattenschabe. So, jetzt habe ich dann hier ein Pappe beklebt mit weißem Blatt Papier. Mit ja, weißes Untergrund brauche ich. Und schon zur Hälfte, obere Hälfte. Und die untere Hälfte mit Kleber eingepinselt. Na, ganz normalen Kleber. So, jetzt mache ich das da drauf. Und drücke das Ganze ein bisschen fest. Dann habe ich Experiment. Ich weiß nämlich noch gar nicht, ob es funktioniert. Dann habe ich hier so ein Teil mir gebastelt, ne? Ein bisschen hat stärkeres Tonpapier. Hier den Blitz drauf gemacht, weil er Elektriker ist. Und mit weißem Untergrund. Also die Breite, ne? Ich hatte bis hier geklebt und bis hier geklebt. Ich brauche die Breite hier zum Hin- und Herschieben, weil es soll ja wackeln. So, jetzt kommt das hier rein. Jetzt sehe ich gerade, dass ich da gleich nachher nochmal hier nochmal weißes anklebe, weil das gefällt mir nicht. Das mache ich nachher aber noch, das ist nicht so schlimm. Also der Pfeil ist jetzt weg. Na, und wenn er nachher dann hier dran zieht, dann kommt da ein Blitz zum Vorschein. Und dann kann er immer hin und her fahren. Und den Rest kann man sich dann so denken. Wir nennen dieses Bild einen Wackelkontakt. Hier hinten werde ich nachher noch abschneiden, der Schere abschneiden, zukleben, nee, zukleben geht nicht. Werde ich das dann abschneiden? Ich werde es umklappen. Ich werde es einfach umklappen, damit dann da so ein Stoff ist. Genau, einfach umklappen und dann kann er bis dahin ziehen und dann, genau, das ist eine gute Idee. Und dann guckt mal, dann kann sich das da, sieht das ein bisschen sauberer aus und kann sich da nicht so, naja, guckt. Da nicht so raus. Ja, das war heute mein Thema, der Wackelkontakt. Ein Geschenk, wer nur Geldgeschenke macht, der, das ist mal eine ganz andere Art, ne? Und das hier, das ist wirklich aus meiner Fantasie entsprungen. Kann jeder, wenn er ein bisschen kreativ ist, kriegt er das schon hin. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Na, mal sehen, was ich mir dann wieder einfallen lasse. Das war heute ziemlich spontan, schnell und kurz. Die Geburtstagskarte für Elektriker, ein Wackelkontakt. Wackel, 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 wackel. Tschüss.